Die Krefeld-Pinguine haben die heiße Phase der Vorbereitung erreicht. Am Wochenende fand im Malteser Krankenhaus St. Josephs Hospital in Uerdingen für alle Spieler die medizinische Grunduntersuchung vor dem ersten Gang aufs Eis statt. Unter der Leitung von Teamarzt Dr. Martin Wacinski absolvierten die Pinguine einige aufschlussreiche Tests, die jeden an seine Grenzen gingen ließen. War anstrengend, anspruchsvoll und ja, wir haben viele Tests gemacht, Bankdrücken, Kniebeuge, Weitsprung, also ist schon ziemlich viel dabei gewesen. Noch kommen ein paar Tests, Laufen, Fahrrad. Und dann kann man auch sehen, wie die Spieler einzeln drauf sind auch. Und war schon anspruchsvoll. Kniebeugen, Sit-Ups, Sprünge, Würfe und vieles mehr gehörten an diesem Wochenende zum Alltag der Spitzensportler, die verdammt viel Schweiß und einige Tropfen Blut lassen mussten. Doch trotz all der Anstrengungen sind die medizinischen und sportmedizinischen Tests vor dem Start in die DEL-Saison unbedingt notwendig. Ich denke schon, dass die Tests wichtig sind für uns, vor allem damit der Trainer auch sehen kann, in welcher körperlichen Verfassung wir sind. Und das, denke ich mal, sind alle. Also wir werden dann auch gewappnet sein für die Champions League und den Rest werden wir sehen, wie die Tests hier ausfallen. Für Dr. Martin Wacinski und seine Mitarbeiter bedeuten die Untersuchungen und Testläufe an diesem Wochenende viel Arbeit. Mit dem Ergebnis zeigt sich der Mediziner aber bei den KfV-Spielern absolut zufrieden. Unser Credo ist sowieso, dass die Ausdauer im Sommer gesammelt wird. Das heißt, unsere Sportler oder der prospektive Kader für diese Saison ist schon vor der Sommerpause genau instruiert worden, was zu tun ist. Das heißt, die Sportler kommen prinzipiell fit an. Natürlich gibt es hier und da einzelne kleinere Probleme, aber generell muss man sagen, die Zeiten, wo bierbäuchige Sportler aus dem Sommer vom Angeln zurückgekommen sind, die gibt es schon lange nicht mehr. Das heißt, wir reden hier von einem Kader, der eine Top-Qualität besitzt. Wie dann letztlich der sportliche Erfolg aussieht, das lässt sich immer nicht genau vorhersagen. Aber wir können sagen, von der Vorbereitung her macht das alles einen sehr guten Eindruck. Und wir hoffen, dass wir die Saison also gut starten, verletzungsarm oder verletzungsfrei durchziehen können und mit einem sportlichen Erfolg auch beenden können. Einer, der bei den Testläufen und Untersuchungen vollkommen überzeugt, ist Neuzugang Thomas Supis. Mit über 100 Sit-Ups an der Wand stellt er sogar Modellathlet Martin Szymanski in den Schatten. Trotzdem will der Verteidiger ganz schnell wieder aufs Eis. Sommertraining ist für einen Eishockeyspieler einfach nicht das Beste. Und ja, ist zwar sehr wichtig für uns, aber deshalb freuen wir uns umso mehr aufs Eis, weil das Eis ist wie unser kleines Wohnzimmer. Für die Zukunft hat sich der Neuzugang vorgenommen, richtig hart zu arbeiten, um ins Team zu kommen. Auf jeden Fall mich weiterzuentwickeln und einfach zu schauen, wie es läuft. Ich will mich hier reinarbeiten, ins Team rein und dann werden wir sehen, was wird. Mit ihren Testergebnissen konnten sowohl Mitschkowski als auch Supis an diesem Wochenende vollends überzeugen. Dabei gingen nicht nur die beiden Neuzugänge in den Übungen voll ans Limit, um für den Auftakt auf dem Eis bestens gerüstet zu sein. 29, 30, super!